黒岩の方が先に着いたかな。今どういう状況だ黒岩は。止まってください。弁護士の八神だ。ショーノはもう安全なところへ。いや、我々も状況がよく分かってなくて。ちゃんと情報が伝わってないのか。急にいろんなとこから命令が来て、指示が錯綜しているんです。 Dieser Polizist ist nicht sehr durchsetzungsfähig。黒岩、八神だな、お前。どけ。馬鹿言え。全員所持品を改める。両手を広げてみせろ。なんだと？なんでだ。お前らから小野博士を守るためだ。早くしろ。小野を狙ってんのは黒岩だよ。あんたら騙されてんだって。あいつを止めろ。あいつが小野、銃を持ってんだ。ワッパかけろ。海藤さん、黒岩は研究棟へ向かってる。目的地は小野の研究室だ。止めないと。いいけどよ、後のことは知らねえぞ。お前ら絶対捕まるじゃないか。これ、八神さん、弁護よろしく。黒岩、keine Zeit dafür eigentlich. Jetzt soll jetzt echt mit der Polizei prügeln. Warum zieht die Polizei keine Waffen? Kore, mo tokoton yarikiru shika ne na.Ach ja, und willkommen zu dieser Folge, ne, würde ich mal sagen. Das habe ich glaube ich noch gar nicht gemacht. Polizei. Polizei, die sich einfach mit den Leuten boxt, ey. So, hauen wir mal rein hier. Zack. Der scheint der Boss zu sein, oder wie?Ja, was für eine Massenschlägerei ist das hier, bitteschön. Ich glaube, so hat, hat die Polizei noch nie in dem Spiel auf die Fresse gekriegt. Und die Leute gucken einfach dazu, anstatt noch mehr Polizei zu rufen. Zack. So. Die Musik ist auch gerade geil. So. Der Anwalt, der die Polizei verprügelt, ey. So. Hat er eine Waffe? Eine Waffe? Haben wir alle? Da ist noch einer. Weg mit dir! Bam.行けや、タボ。ここは任せろ。杉浦も行け。行け。お前が黒岩を止めろ。
こっちは急いでんだ。かかってくんならさっさと来い。Er ist der Typ. Wir kennen ihn nicht. Und er hat ja auch die ganze Zeit die Klappe. Aber er denkt wahrscheinlich über Jackie Chan oder so. Batsch. Und. Aufs Maul. Das ist noch einer. Zack. So. Bam, bam. Oh, war der falsche. Ich kann stehen machen. So. Zack. Au. Oh, das war schon. So, Jungs, was geht ab? Kuroiwa no yatsu, koko made yaru no ka? Dame da. Kono tobira akanai yo. Lock sareteru. ロック。そういえば前来た時にエミちゃんが。そっちの奥は開発研究棟です。ゴールドのカードキーがないと入れません。ゴールドのカードキーどこかにないか。非常事態が発生しました。セキュリティシステムを起動します。システムの起動に伴い3分後にゲートを完全ロックいたします。Ernsthaft? どこだ? Wir müssen uns jetzt ernsthaft hier... 怪しいな。 Eine Uhr. Kann ich mich auch bewegen? Ich kann mich auch bewegen. Das soll wohl eine Katze sein.Die Miezekatze da draußen. Ach, schau mal an, eine Katze. Gold, ってことは色でわかるんだよね。Ja, ich weiß, dass sie eine goldene Karte suchen, aber wo soll ich die goldene Karte hier kriegen? So, am Glänzen, das haben wir aber schon untersucht. Ja, schon.Der Typ, die wir haben eigentlich, aber wo hat er die denn bitte schön? Hm? Polizeischlag. Kann man schön nicht lesen wegen doppeltem Text. Nice. Hä? Wo soll hier eine goldene Karte sein? Die haben wir hinter ihm oder so? Als ob.これは。どれ。Hier liegt einfach hinter ihm. Natürlich. 借りるよ。あったぞ。これで開けられる。外の渡りようか。これは人を撃ってる。Alles klar, er knallt einfach alle ab. Kuroiwa! Mate! Thank you.
のルートは地下駐車場の入り口。こないだ侵入した。そうだよ八神さん、あそこから病棟まで入れたよね。そしたら研究棟にも行けない。カードキーもさっき手に入ったし。行けるかもな。じゃあ行くしかないって。クライワを止めなきゃ。だな。Und ich dachte, Jäger gibt dir zum, weil er so am Schwanken war und alles. Mata hatta na, Tante-san. Mashiko-san, datta ne? Tenne, kono yaro! Miyokuttari, demukaetari, anta mo taihen da ne?今回はお遊びはなしだ。覚悟しろ。Ach ja, komm. Beenden wir die ganze Sache mal eben schnell. Alle Sachen sind aber hier, die Kämpfe sind eigentlich diesmal okay, muss man sogar sagen. Bam, bam, bam. Bam. Einfach aus dem Grund, hör auf deine Waffe zu ziehen, du Arsch.Zack. Also wie du da hinten. Hör auf mit deiner Waffe rumzuhantieren. Das macht man nicht. Zack. Aua, 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 ey. Hallo. Wie kann der Typ plötzlich kämpfen? Was verkehrt mit ihm? Oh. Hast du dich mitgerechnet? Im Wandsprung?Oh, und Bam, frisst deinen Dreck. Steh auf. Hallo, was mal im Tiger-Konter? Ja. Das war alles. Ja, ja, Mi, du sollst vielleicht den Typen auch treffen, ne?Oh, ja, wir haben auch einfach nichts, ist okay. So. Zack, zack, zack. Ah, wir haben ein bisschen Schaden machen hier an ihm. Bam. So. Kannst du uns mal gesund, würde ich sagen.Oh, oh, okay, da unten noch Schaden damit. Drecksack hier. Na gut, du willst nicht anders. Hallo. Nerviger Drecksack, du Kanacksack. So.限界って感じ。でも先を急がないとね。あ、ちょっとその顔。なんかちょっとめまいがするな。だろうね。大丈夫、八神さん。頭が結構血が出てるみたいだけど。どうかな。今すぐ死にはしないと思うよ。見た目よりは余裕があるのかな。じゃあ行こう。Alles klar. Besser hilft mir nicht mal.Boah, ist das jetzt die Phase, wo sie noch ein bisschen Spielzeit strecken müssen, oder wie? Ah. Das ist die Phase für Halluzinationen.
なんでこんなとこに。Was sind die Leiche? Ist schon ein cooler Effekt. Den habe ich so in dem Spiel noch gar nicht gesehen. Glaub ich. こんなの知らねえよ俺。ふざけやがって。嫌だよ。誰がやったんだよ。絶対俺が疑われる。無理だ。信じてもらえねえよ。So, genug Kalos gehabt, Yagami. Ab geht's. Wir müssen ihn Leben retten und so.先輩のありがたいお言葉だぜ。Yo, voll die Psychospielchen jetzt mit einem hier. Ja? Warte noch, ob es zum Horrorspiel wird und wir irgendwie die Leichen von Leichen verfolgt werden oder so. Ach, wir haben ja letztes Mal gewartet gehabt auf ihn. Warum sieht das hier so aus, als wäre jetzt gerade gestürmt worden und die Apokalypse wäre hier gewesen, ohne Blut. Ist hier sogar irgendwie das Zimmer in eins von denen hier? Helf uns doch mal, stütz uns aber mit G oder so. Yo, irgendwas muss doch hier passieren. Kare ga honto ni muijitsu nara katemasu yo. To ittemo ore wa konkai ga hajimete no keiji bengo nan da kedo. Minji da to kattari maketari.少し負け越してるかな。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪を主張しないそうです。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのか。久保君をお願いしますね、八神さん。あと、よかったら弟のことも。ずうずうしいですけど。八神さん、さっきさ、その姉貴の声がしたんだよ。あ、いや、空耳にしては生々しくて。なんか聞こえた？ああ、後でゆっくり話してやるよ。今はやることがある。え？行こう。黒岩を止めるぞ。分かったよ。少し顔色良くなった？ Alles klar, Erinnerungen heilen Wunden scheinbar. Cool. Ich auch gerne. カードキーを。ゴールドのやつね。Ich hab vor, aber Spiel sagt nö.Arbeiten da plötzlich keine Menschen mehr? Oder warum ist das alles so verlassen?
この先に翔奈の研究室がある。じゃあ黒岩もこの辺に？ああ多分。邪魔してくれるな、嫌神。やめろ。今さら復讐して何になる。ショーノを殺してもお前は復讐？誰がそんなことを。こいつには生きていてもらう。何？銃を捨てろ！Warum ist er plötzlich so ein mieser Schütze geworden? Und vor dem Moment hat er sich den Regenmantel angezogen? Und warum ist er blutverschmiert plötzlich? Yagami-san. Und das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Sugiura! が来られるようにする。八神さんは黒岩とすぐに決着をつけてくる。ならいいよ、そんな慌てなくて。僕の分までやっつけてきて。分かった。俺たちはあんたを助けに来た。本意じゃねえけどな。こいつを見ててやってくれ。わかりました。諦めろ。全て終わりだ。うるせえ。まだ終わりじゃねえ。どういう意味だ。アドデックないんだよ。あの存在がある限り俺は終わらねえ。あんたさっき翔野には生きていてもらうって言ってたな。ああ、あいつと俺とでアドデックナインを完成させる。やつだってそれを望むはずだ。俺らが助かるにはもうそれしかねえ。そんなことができると思うのか。ああできるね。やってみせる。心配するな。完成するまで俺が何人でも実験台を調達してやるよ。薬さえ完成させれば捕まるどころか世界中に感謝される。正気じゃねえ。じゃあまずお前を久しぶりの実験台にしてやる。死んじまったらその時はお前も目えぐってもらえ。Alles klar. Schön.
Schau dir die Lebensleiste so runter, Junge. Aber schön, dass du dich einfach nachgeladen hast mit seiner Waffe. Als ob der kein Magazin hatte. Und. Nochmal. Oh. Die Bank ist gespawnt. Oh, neuer Schauplatz. Ich fühle mich ja fast schon wie bei Tekken. Yo, als ob. Was geht ab bei euch? Junge, dein Arsch müsste so aufgeschlitzt sein. Oh, ich bleib den coolen Blick zu, oder was? Das ist eine Love Story. Okay, dann müssen wir Abstand halten. Das war's schon. Okay. Schön, dass mein Ex-Last jetzt auch leer ist. So. Der ist da nicht getroffen. Oh, der war betäubt, lol. Wie geht's denn hier hoch? Der war ja klar, dass er den macht. So, nimm einen Schlag. Ich spüre meine göttliche Power, Junge. Bam. Wie er sich aufladen würde, ich einfach so tick, 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 tick. Alles klar. Du scheiß Cheater, du. Du bist ein verkackter Cheater, also okay. Ja, wie verhaust du noch einen? Stirbst jetzt ein Herzinfarkt. Ja, komm mal. So. Zack, zack, zack. Machen wir halt das Ganze nochmal. Soll mir recht sein. So, komm her. Du hast keine Chance gegen mich. Zack, zack. Was ist gerade passiert? Ich hab keine Ahnung. Okay. Ja, das hat doch auch. Komm her, gehört so. Bam, 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 bam. Was? Okay. Hä? Was war jetzt? Wir gönnen uns einfach mal jetzt ganz cheatermäßig, wie er es kann. Ja, mit Schien, ne? Aber war doch. Wenn du cheaten kannst, kann ich auch cheaten, so.
Ach, schade. Hier einfach wieder aufspringt und so, ne? Ja, wir sind nicht bei Tekken, Mann. Was ist los mit dir? So, komm, zack, 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 zack. Oh, wir haben uns gegenseitig geboostet. Ja, was geht ab bei diesem Kampf? Er ist nicht unfair, was man sagt. Oh, 1000 Punkte gibt es, lol. Er ist echt nicht unfair, der Kampf, muss man sagen. Er macht Spaß sogar. Da finde ich diesen Kampf gegen Koga oder wieder mit dem Schusswaffen extrem viel nerviger. ショーノ Das war unnötige Polizeigewalt. まだ死なないでください。おい、何するんだ。完成したんですよ。僕のやれる全てを注ぎ込んだんです。今度こそ間違いない。だから最後にこの新薬が完成したという証明を。 そうやって何人殺してきた。でも、おかげで何百万、何千万の人が救われるんです。だから罪もない女の子まで殺した。ん？何度も体を刺して火までつけた。その罪を着せられた大久保君は今も死刑囚でいるんだ。僕だって殺したくて殺したんじゃない。 アドデック9を救うために世界を救うためには仕方なかったんだ。実はアドデック9からは人体への毒性を消すことはできません。ショーノ君は私にそう言いました。それが何人も実験台にして辿り着いた結論だそうです。 つまりアドデック9は失敗です。しかし彼は誰にもそれを言えずにいた。
すでに何人も死なせて、その全てが無意味だったと言い出せなかった。あなたがその話を聞いたのはいつですか？つい先日ですよ。それを聞いて私はこの法廷で証言することにしたんです。世界を救うためには仕方なかった。違うだろ。お前がエミちゃんを殺したのは自分の保身のためだよ。世界を救うのが目的なら、アドデック9の研究は他の誰かに引き継ぐことだってできたはずだ。僕が研究してきた薬だ。僕でなきゃ完成させられなかった。じゃあ今証明してみせますよ。僕の考えた薬が正しいこと、僕のやったことが正しかったってことをね。おい、僕の母は認知症になった祖父母を長いこと介護してた。それを最後まで看取った後、気が抜けたように倒れて死んだ。僕だってアルツハイマーに大事な家族を奪われた一人なんだ。でもこれでもう同じ悲劇は二度と起こらない。僕が研究者になったのも、この薬の開発を手掛けたのも、神様が授けた運命なんですよ。アドデック9の副作用は、被験者に激しい頭痛を起こさせ、その眼球を青く染めます。そうなってはもう助からない。青くなるのはアドデック9に由来する毒素がたまるためだと正野君は言ってました。それは紛れもない人体実験の物証となってしまう。だからカムロ町で見つかる死体からは常に眼球が持ち去られていた。それらは全て正野が処理していました。ありがとうございました、八神先生。釈放は来週？多分そのくらいだろうって聞きました。その後エミの事件の再審がありますけど。再審は形式的なものになると思う。もう誰も君がエミちゃんを殺したとは思ってない。もう行くんですか？今日はもう一人、君と話したいってやつを連れてきたんだ。え？フミヤ
あとはもういいな。一緒にいてくれればいいのに。じゃあな。ありがとね、八神さん。Das war's jetzt, oder wie? Ende des Spiels. Shōno to Kuroiwa wa shibou. Ichinose ya Morita Kenji-sei wa taifu ka. Yagami Tantei Jimusho no okage desu ne. Demo, kore kara taihen na koto ninarimasu. Kōrōshō wa ōyure deshou shi, sōyaku senta mo... Tabun...解体ですかね。結局梶平の狙い通りになっちゃったりして。納得いきません。いや、そっちはそっちで風見大臣との癒着が追及されるみたいだ。警察が動き出しているんだとよ。天網恢恢、そにして漏らさずだ。こっそり悪いことはできないってことですね。おお、よく知ってるな。じゃあこれ知ってるか。はい。うちの事務所は所内恋愛禁止だ。え？仕事に身が入んなくなるんでな。いやそうだったんですか。そこは引いちゃダメでしょ。まあ年寄りの遅刻ってのはいつも無視されるもんだ。若い頃は俺らも忠告なんて聞かなかったかなあ。待つかねよ。まあ、俺は別に構わねえよ。お前が弁護士に戻っても。今ちょうど依頼もねえし、俺は他で職探してくっからよ。何言ってんだよ。俺はここを閉める気ないって。せっかく真っ当な世界に戻れんのにか。こんなろくでもねえ町で探偵続けるなんて、どう考えてもアホだろ。言ってくれるね。海藤さんの言う通りじゃない。今の八神くんなら弁護の依頼で引く手あまたなのに。普通選択の余地ないでしょ。そうかな。そうかなって。源田先生も弁護士に戻ってほしがってる。それにきっと松金の親分さんだって。俺もそう思うぜ。いろいろあったけどよ、タボーが弁護士に戻るのはやっぱ神様の、あれなんだっけ、神様のおぼし飯。それだ。よしてくれよ。え？俺は弁護士を辞めて探偵になった。でも探偵という選択をしたから大久保君の冤罪を証明できた。それはまあそうかもね。皮肉なもんだよ。弁護士やってて真実をつかめずに逃げ出してたってのに、弁護士を辞めたことで真実にたどり着くことができたんだから。どんな選択にどんな未来があるかなんてわからない。それこそ神のみぞ知るだろ。だからどんな選択をしたところで大事なのはその後さ。絶対に諦めないことが一番大事なんだ。まあね。
でもさ。ん？でも？法廷で久しぶりにスーツ着たけど、俺いまいちじゃなかった。スーツ着るって選択だけはやっぱ絶対なしかな。うん。その点、探偵はスーツ着る必要ねえし。あのね。はい、矢上探偵事務所。え？猫が逃げて帰ってこないって、うちはペットショップじゃねえんだから。いいね、面白そうじゃん。猫の名前と特徴は？ちょっと矢上くん。チャコ、5歳のメス。じゃあ写真送っといてください。よっしゃ、じゃあドンキでまた旅でも買ってくっか。カイトさん、久しぶりの依頼だ。絶対物にしようぜ。Das wollte ich halt dann noch haben. Sowas. Boah, positiven Effekt. Oh. So, jetzt kann ich eigentlich abspannen. Ja. Spiel habe ich geschafft endlich. Ui. Wo fange ich an? Komplett Konstrukt. Mega cool. Story sehr schön. Charaktere eigentlich auch relativ gut gemacht. Viele Nebenpersonen, einige sind hängen geblieben, andere nicht. Ansonsten, aus technischer Sicht nicht das beste Spiel, muss man klar, aber es reicht. Hätten in Animationsweiter ein bisschen was besser sein können. Hätten ein paar Logikfehler direkt entdeckt, die waren aber irgendwie verkraftbar, sag ich mal. Mich eine Frage ist, wenn er die Augen alle entfernt hat wegen diesen Toxinanzeichen, wieso haben die Leute gesagt, die Augen wurden ausgestochen? Also, Maispicker, also, da sind für mich immer noch Reste vom Auge, so drin im Auge, so eigentlich hatte ich das jetzt erwartet, gab nicht, dass die Augen leer sind. Dann hätten sie auch davon gesprochen, dass dass die Augen entfernt wurden, nicht, dass die Augen eingestochen wurden, würde ich jetzt sagen. Na, haut euch jetzt ein paar Snacks rein. Viele Leute werden sich wahrscheinlich darüber aufregen, dass das sehr viel geruckt wird im Spiel, oder? Aber es ist, glaube ich, in Japan normal und ja, das gehört halt dazu. Ist doch scheißegal, ob es drin ist oder nicht. Genauso wie Alkoholkonsum, das finde ich auch nicht. Es wird ja eh nicht, sag ich mal, in dem Sinne feiert, so sagen, wir rauch jetzt oder trink. Nein, es ist einfach ein Punkt, der der Gesellschaft dazugehört. Ob man es jetzt gut finden soll, mag oder nicht. Aber er ist halt in unserer Gesellschaft vorhanden und auch in der japanischen Gesellschaft. Von daher ist das vollkommen okay. Ja. Ich fand die Yagami teilweise nicht nachvollziehbar. Jetzt speziell jetzt in seinem Verhalten zu seinem letzten Mandanten. Dass er den so lang ignoriert hat und so weiter und auch ein Geheise hat und dann immer noch ignoriert hat und zuerst nachdrücklich dann so offen wurde, das fand ich ein bisschen kacke gemacht von ihm. Er hat alles von ihm erwartet, weil er sich halt so offen auch gibt. Eine Katze am Fenster. Wo kommst du denn her? Lol. Ja. Umfang vom Spiel viel zu viel. Ich meine, wie viel haben wir jetzt gemacht? Ich habe, glaube ich, 72 Stunden so circa, glaube ich, angefangen habe mit der Session jetzt. Mit der Session bin ich jetzt bei circa, ich rechne mal eben hoch, circa, ja, warte mal, ja, zack, 49, ja, circa 2 Stunden auf jeden Fall habe ich, 2 Stunden habe ich auf jeden Fall jetzt noch, also circa 74 Stunden haben wir jetzt gebraucht. Beziehungsweise eigentlich sogar länger, weil wir ja die Zwischensequenzen werden ja schon mal nicht gezählt beim Spiel. Deswegen sagen wir einfach mal 80 Stunden haben wir jetzt gebraucht für das Spiel. Komm ich da ungefähr hin? Das ist jetzt die 147. Folge, sollte das sein? 167. Folge sein. Dann haben wir mal jetzt 25 Minuten pro Folge. Dann wären wir bei knackigen, rechnen wir mal aus. Was hast du gesagt? Da sagen wir eine halbe Stunde, ne? Haben wir eine halbe Stunde bei 147 Punkten. Hä? Was
wir jetzt gleich. Okay, alles kann man mal rechnen. Taschenrechner bin ich. So, mal 0,5. Ja, werden also 83, ja, 84 Stunden circa. Da bin ich mal in 80 Stunden, sage ich mal, ganz gut dabei, glaube ich. Circa. Ja. Wie kommt die Katze da hin? Hab ich jetzt nicht aufgepasst. Die war plötzlich an der Couch. Oben im Regal, die Katzenseite gehören ja uns. Ich finde aber schön, dass auch schon unser ganzes Mobiliar noch da ist und so. Aber wie gesagt, ich fand die Story diesmal echt gut, muss ich sagen. Also das war jetzt echt keine 0815 Story, da waren echt ein paar Konflikte drin und so weiter. Ein paar Sachen aber auch, die sind zum Beispiel, dass sie sich 50 Mal gegenseitig auf die Fresse gehauen haben und so weiter, immer wieder Bosskämpfe und so weiter. Und ja, das ist auch nur einer meiner größten Kritikpunkte im Spiel, dieses scheiß System mit der Lebensanzeige. Dass die Bosse dir Lebensanzeigen kaputt hauen können. Das kann teuer werden, wenn du nicht immer, weil du bist nicht immer wieder der reichste Kerl. Irgendwie nicht bannen lässt, 20.000 geht ja noch irgendwo, sag ich mal. Aber die musst du auch erstmal haben, zum einen, und zum anderen, ja, du musst immer den Weg dahin launchen, ne? Und ein Verbandskasten war deutlich teurer. Aber ich habe das System vom Verbandskasten jetzt auch erst später richtig gecheckt. Der Verbandskasten macht auf jeden Fall die komplette kaputte Leiste weg und heilt nochmal zusätzlich ein bisschen was. Ich hatte das so verstanden gehabt, dass er nur einen Teil von der Leiste wieder herstellt. Deswegen habe ich auch nochmal einen größeren Verbandskasten gekauft gehabt. Ja, dann Geld farmen, gut, kann man gut, da ist ein Cube dann am Ende noch. Aber so in der Spielwelt ist Geld farmen echt schwierig. Da hätten sie ein bisschen mehr machen können, vor allem wie viel Geld man halt braucht. Das ist dann für mich wieder, wenn man 100% haben will, unnötig gesteckte Spielzeit. Ich hoffe, ich muss wahrscheinlich ein bisschen hinterregeln jetzt vorne. Ich denke, ich lasse einen Schnitt drin. Ja. Und dann die Kampfpunkte, verständlich, dass sie es so gemacht haben, aber da haben sie die Punkte auch viel zu hoch angesetzt, muss man sagen. Und vor allem auch dann jetzt zum Beispiel, wo ich schon bei Jung das Ding da verballert habe, einfach ist einfach weg und so. Hab ich mega geärgert. Gut, hätte ich ein bisschen besser aufpassen können auch, aber das Spiel einen da nicht so vorwarnt, sag ich mal. Vor allem für die hohen Preise, weil du musst echt nach. Ich hab jetzt, glaube ich, noch gefühlt für 50.000 Punkte oder so. Oder sagen wir 40.000 Punkte habe ich noch Skills offen. Plus nochmal die ganzen Sachen, die man noch holen kann. Da bin ich bei locker 70.000 Punkte oder so, die ich noch holen musste. Ich glaube, so viel habe ich gerade mal bis jetzt im ganzen Spiel geholt. Gefühlt. Wahrscheinlich mehr, aber trotzdem. Dafür habe ich ja auch extrem viele Missionen dazu gemacht. Ne? Nebenmissionen, dass man da bestimmt Freundesgrad haben muss. Finde ich so an sich okay, dass man sich ein bisschen Mühe ist, eine Mission freizuschalten, beziehungsweise ein bisschen gewissen Grundsatz zu haben. Kein Schlafplatz über manchen Story-Dingern, ja. Muss ich sagen. Ist das die Katze, die er gefunden hat jetzt? Sehr interessant, wenn das jetzt die Katze wäre, die geflohen ist aus der letzten Sequenz. Ja. Aber jetzt zum Beispiel, dass man halt, wenn man nicht Mahjong spielen mochte oder es nicht kann, zum Beispiel jetzt, zum Beispiel bei mir, dass man dann einfach aufgeschmissen ist, das finde ich ein bisschen kacke. Hätten sie es lieber machen sollen wie bei den Nebenmissionen, bei den Gaming Center Zeug und so weiter. Kannst du machen, wenn du willst, musst du aber nicht. Ich denke, ein bisschen schade so. Ja. Poker spielen wir auch immer so ein Hin und Her bei dem, muss ich sagen. Also kommen auch ganze Songs genannt, okay. Hey, die Fore. Alle auf Jore. Ich bin da. Papa. Ja, was haben wir jetzt? 30 Minuten Abspann wahrscheinlich oder wie sowas gefühlt? Würde ich das Spiel nochmal spielen? Vielleicht in ein paar Jahren nochmal. Vielleicht gibt es ja immer nochmal Nachfolger oder so. Das wäre cool. Bei Jagami würde ich gerne nochmal wieder sehen. Aber dann wird wahrscheinlich die ganze Konstrukt nicht mehr so gut sein. Weil da jetzt ich mit der Mafia, also mit der Yakuza war das gut verstrickt alles und so. Es hat alles schön Sinn ergeben. Oh, das ist doch kurz abspannen erwartet. Was ist, kommt jetzt nochmal abspannen? Ich glaube, das war ein Intro, nochmal ein Epilog oder so. Oh, Ergebnis, vertraulich. Danke, dass du gespielt hast. Wir haben auch Fleisch gespielt, klar, weil sonst hätte ich das alles nicht geschafft, glaube ich. So, wir haben abgeschlossen. 402 Missionen von 494. Ist okay, oder?
Gold 54 von 87, 53 von 77, 304 von 30 bei Bronze, Spielzeit 74 Stunden. Ja, wie gesagt, kommt auch noch ein bisschen was drauf, würde ich vermuten. Obwohl, er scheint jetzt doch die Dings im Sage mitgezählt zu haben. Die Dings im Sage. Zwischensequenzen. Ich weiß nicht. Wir sind 271 Kilometer gelaufen, okay? Wir haben verdientes Geld. 9.815.000 Yen. Davon haben wir fast alles ausgegeben. Gegnerbegegnungen 724, glaube ich, waren mehr. 2.930. Das heißt so circa 4 Gegner mindestens pro Begegnung. Wir haben echt Bosskämpfe und alles, wo ein Gegner war. Ne? Deswegen da. Zum Ende sind die Gegnerzahlen echt hochgegangen. Das war auch so negativ. Die Gegner wurden immer stärker. Okay, wo ja. Aber nicht die ganze Zeit. Das nervt. Und zum anderen waren es immer mehr auch noch. Jetzt sind 6 Aktionen. Ja, abgeschlossen. Nebenfälle 48 von 50. Im Wollruf in der Stadt. Ja, müssen wir Freundin haben wir alle geholt. Gelernte Skills erhöhen uns noch 10 Stück gefehlt. Ja, gewonnene Drohne in 1. Ja, gut. Wahrscheinlich Gesamtfortschritt 73%. Okay. Wir kriegen so ein bisschen Geld. Schwierigkeits. Art Legende haben wir freigeschaltet. Premium Adventure freigeschaltet. Neues Spiel plus Premium freigeschaltet. Oh, und 100.000 haben wir verdient, okay. Dann speichern wir doch hier mal. Ja, ne, speichern. Dem hier. Das eine war ja wohl kurz bevor fertig stand. Premium Adventure, ja, okay. Ist einfach das Spiel wieder von vorne, Premium Adventure, oder was passiert jetzt? Da dürfen wir jetzt nochmal ein bisschen mitmachen. Ne? Bin gespannt. Ja, ich würd ja eigentlich schon gerne irgendwie wieder nochmal wiedersehen, muss ich gestehen. Aber wie gesagt, in der Form wird es nicht mehr, glaube ich, funktionieren so in sich. Ja, vielleicht wenn jetzt mal die Yakuza-Spiele und dann nochmal mit einem Deutsch-Patch kommen sollten oder so. Vielleicht gucken wir sich die nochmal an oder ich muss einfach noch ein bisschen mehr Englisch lernen. So, jetzt kann ich fortsetzen machen. Was haben wir denn hier? Bestand laden. Ja, machen wir mal. Guck mal, was passiert. Glaube ich, jetzt wieder ins Hauptmenü, ne? Ich bin mal gespannt. Ja, wir werden jetzt wieder von vorne anfangen, oder? Das ist nicht, wie gesagt, die Folge kann ja lange sein. Ist ja schlimm. Aber wie gesagt, ich würde das Spiel als gut bewerten, aber es hat wie gesagt ein paar sehr erkannte Punkte, auf die ich mich teilweise, glaube ich, zu sehr dann eingelassen habe und mich dann zu sehr darauf abgefuckt habe auch irgendwie. Aber ich glaube, hätte ich das Spiel auf eine Durchgabe bezogen, wäre es zu wenig gewesen. Okay, wir sind in so einem Detektivbüro. Keine Mission am Laufen, scheinbar gerade. Es ist auf jeden Fall schon mal jetzt nach dem Spiel. Würde ich jetzt vermuten. Wir sind nach dem Spiel. Verlagte. Voll erledigt. Das Beweismittelchen haben wir, ja. Im Fall haben wir auch alle. Wir sind free. Kannst du das jetzt also frei bewegen? Hier mit dir, ein einzelner Gegner. Los, Mann. Oh, ist das schon K.O. Können wir also jetzt in Ruhe wirklich dann auch das Spiel abschließen, sage ich mal. Wie scheint. Ja, Skills können wir noch lernen, wenn wir wollen. Und vielleicht haben wir Glück und der Typ taucht hier wieder auf. Probieren wir unser Glück doch mal einfach, würde ich sagen. Nochmal kurz zum Ende. Aber vielleicht möchte ich dann noch eine zweite, noch eine Epilog-Folge in Anführungszeichen machen. Wo wir dann versuchen, nochmal hier alle Missionen zu schaffen. Werde ich mich drauf einlassen, muss ich gestehen. Weil ich würde die letzten zwei Fälle schon gerne noch sehen. Vor allem, weil die halt auch so besonders, sag ich mal, in Anführungszeichen sind. Aber wir müssen halt diesen Randtypen halt finden, ne? Aber wenn wir den nicht kriegen, kriegen wir ihn halt nicht und das ist kacke. Also das muss wirklich Abend sein, das kann auch natürlich sein, dass ich jetzt zur falschen Zeit hier bin.
Aber wie ihr seht, taucht er scheinbar hier nicht auf. Aber vielleicht, weil ich noch mal im Kampf bin. Ne, bin ich noch nicht mehr, okay. Ich bin im Kampf. Junge, 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 ich will doch nur meine Typen treffen, damit ich die Mission fertig machen kann und alles hier erledigen kann auf 100%. Wo ich auf 100% noch nichts zu tun haben werde. Das ist auf jeden Fall der Fall. Na gut, der wird nicht mehr auftauchen. Dann müssen wir wirklich mal nachprobieren, aber ja, gut. Egal. Ich will das Spiel dann abgeschlossen haben. Ja, Spielwelt war ausreichend. Ich schätze mir gar nicht ein bisschen größer vorgestellt. Ich hätte ja ganz ehrlich einiges mehr an Orte gehabt. Aber am Ende haben sie doch noch mehr Orte gezeigt als erwartet. Manche Orte wurden ja wirklich permanent recycelt, sage ich mal. Andere Orte sind ja wirklich. Was mit dir? Ist ja voll der Jogger hier. Ui, der hier am Laufen ist. Lauft, alle, lauft, lauft! Godzilla! Godzilla kommt! Ja, Entschuldigung, okay. Ja, wie gesagt, andere Orte wurden permanent recycelt, andere wurden extra nur für eine Szene, sage ich mal, hergerichtet. Was cool war zu meinen. Ja, ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel. Wie gesagt, ich fand manche Sachen interessant auch, weil ich die noch nicht so kannte, muss ich gestehen. Weil ich hatte die Yakuza-Reihe habe ich noch nicht gespielt. Ich habe jetzt ein, zwei Spiele von der Reihe jetzt zwar, habe sie selber noch nicht gespielt, muss ich gestehen. Von daher, was ist, glaube ich, das ist, glaube ich, Judgment eine sehr gute Einstiegsdroge dafür, für das Yakuza-Universum. Wenn die alle wirklich so eine coole Story bieten. Am Ende war das Kampfsystem auch interessanter, muss ich sagen. Und da ist mein Akku leer. Cool. Na gut, ich kann mich schon bewegen. Ich vielleicht mal noch laden soll. Ja, wie gesagt, Spiel finde ich gut. Kann es euch empfehlen. Wie gesagt, kauft es euch ein bisschen im Sale oder so, würde ich sagen. Bei 70 Euro oder was ist mir dann doch auch zu viel. Aber es bietet, wie gesagt, im Verhältnis zu jede Menge anderen Spielen, die momentan da draußen sind, eine extrem gute Story eigentlich. Und wenn man Japan-Fan ist, dann hat es noch so ein bisschen Flair. Also ist es zum Anbeißen, sag ich mal. Gut, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Haut da rein. Ciao, ciao.